ab und zu, selten ist es ja immer mal wieder interessant, sich über unsere deutschen Flughäfen zu unterhalten. Ich weiß, es interessiert viele von euch auch immer sehr, aber heute lohnt es sich auch wirklich mal, denn es gibt nämlich ein bisschen was zu erzählen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, dass wir hier auf diesem Kanal mal so ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen haben, dass man vielleicht bald den Airbus A380 auch in Hamburg sehen könnte. Wenn mich nicht alles täuscht, hat man das sogar bereits im Jahr 2016 angekündigt, dass Hamburg sich auf den A380 vorbereiten würde. Tatsächlich wurde es dann auch ganz offiziell im November 2016 vom Emirates-Chef Tim Clark angekündigt, der sagte, dass der A380 bald nach Hamburg fliegen solle. Ja, und damit ist die Hansestadt das letzte Emirates-Ziel in Deutschland, welches dann auf den A380 umgestellt werden sollte. Die weiteren drei Ziele, Frankfurt, München und Düsseldorf, werden schon mit dem A380 angeflogen. Es ist ja somit eigentlich nur der nächste logische Schritt, dass wenn die Verbindung nach Hamburg einigermaßen gut läuft, was ja, soweit ich weiß, immer der Fall war, dass die dann irgendwann auch auf den A380 umgestellt wird. Immerhin hat die Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mittlerweile fast 110 A380 in ihrer Flotte. Das ist bis da auch alles nichts Neues gewesen. Allerdings wissen wir jetzt, der A380 in Hamburg, der lässt doch ein bisschen länger auf sich warten. Bei der eben angesprochenen Ankündigung im November 2016 bezog sich Emirates-Chef Tim Clark noch auf die fehlende Infrastruktur in Hamburg, die für den A380 noch nicht wirklich geeignet war. Landebahn war zwar lang genug, aber man muss das Ding ja auch abfertigen können. Der Flughafen Hamburg besserte daraufhin ganz ordentlich nach, denn immerhin ist die tägliche Verbindung nach Dubai das Aushängeschild des Flughafens und investierte über 120 Millionen Euro in die entsprechende Ausstattung. Dazu gehören neben dem aufwendigen Umbau, neben der aufwendigen Überarbeitung des Vorfeldes in Hamburg, was schon jetzt 2 Jahre läuft, aber auch noch, glaube ich, 3 Jahre dauern wird, dazu gehören vor allem die Fluggastbrücken, mithilfe derer der A380 in angemessener Zeit abgefertigt werden kann. Denn man muss sich nur mal vorstellen, der A380 bei Emirates, der bietet 76 Business-Class-Sitze. Und wenn diese Klasse ausgebucht ist und die Leute da alle auf einem Haufen stehen, naja, dann ist allein die Business-Class ungefähr so groß von der Kapazität her wie eine ganz normale Dash 8 Q400. Und da kannst du jetzt mit Priority Boarding irgendwie nicht mehr so viel anfangen, wenn der Flughafen nicht die entsprechende Anzahl an Fluggastbrücken bietet, die dich dann auch am besten direkt ins Oberdeck bzw. dahin bringen, wo du eigentlich im Flugzeug hin möchtest. Der A380 bietet ja schon den angenehmen Fakt, dass er seine Kapazität auf 2 Decks verteilt. Das macht aber für die Passagiere nur Sinn bzw. macht nur für die Passagiere einen Vorteil, wenn man dann eben auch von 2 Etagen aus in das Flugzeug einsteigen kann. Somit kann sich die Menschenmenge dann auch auf 2 Etagen verteilen und dann sieht das Ganze schon wieder viel entspannter aus. Für den A380 muss aber nicht nur das gebaut werden, sondern für den Flieger muss natürlich alles so ein kleines bisschen größer sein. Nicht nur die Parkposition an sich, sondern auch der Wartebereich zum Beispiel für die Passagiere im Flughafengebäude. Auch da musste der Hamburger Flughafen ein bisschen was vergrößern. Nach eigener Aussage war der Flughafen Hamburg zwar schon im letzten Jahr bereit für die Abfertigung des A380 von Emirates, allerdings dauerte es ja jetzt bis zum Winterflugplan 2018-2019, aber der Hamburger Flughafen nutzte die Zeit und baute jetzt noch eine 3. Fluggastbrücke, die, wie gesagt, in das Oberdeck führen wird, um den eben angesprochenen Vorteil überhaupt nutzbar zu machen für die Passagiere. Diese Bauarbeiten hatte man nun vor wenigen Tagen erfolgreich abschließen können und die neuen Fluggastbrücken wurden dahin auch direkt mal eingeweiht. Jetzt fehlt nur noch der A380, der Hamburger Flughafen wartet also nur noch auf die Umstellung zum Winterflugplan. Damit ist der Hamburger Flughafen nun mit einem A380-fähigen Gate ausgestattet, welches auch wirklich A380-fähig ist und welches den Gates, den A380-Gates an großen internationalen Flughäfen auf der Welt in keinster Weise nachsteht. Und das ist schon mal eine vernünftige Sache. Für den Hamburger Flughafen war aber natürlich auch wichtig, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, ich wollte es trotzdem dazu sagen, dass die Fluggastbrücken jetzt als solche natürlich auch in den 22 Stunden des Tages nutzbar sind, in denen kein A380 da vor der Tür steht. Also man kann die beiden unteren Fluggastbrücken auch einzeln für entsprechend 2 Flugzeuge verwenden. Ab dem 29. Oktober 2018 kommt somit der A380 von Emirates dann regelmäßig nach Hamburg, an diesem Tag übrigens auf der frühen Rotation, das ist ganz wichtig zu wissen für die Leute, die vielleicht wirklich nur dafür zum Flughafen fahren wollen. Alle Tage danach, beziehungsweise wie es dann ganz normal im Flugplan steht, ist es dann immer die späte Rotation, die Abendrotation. Mittags bzw. vormittags kommt ganz normal die 777.
Tja, und damit erhöht die Fluggesellschaft ihre Kapazität auf dieser Route, die übrigens mit über 80% Auslastung betrieben werden kann, das in den ganzen vergangenen Jahren um gut 20%. Der A380 bietet nämlich 516 Sitzplätze und damit ziemlich genau 156 Sitzplätze mehr als die 777 dieser Fluggesellschaft. Tja, so viel zum A380 in Hamburg. Und das Thema Airbus A380 bringt uns jetzt mit ein bisschen Fantasie direkt nach München, zum Münchner Flughafen. Denn da ist es mittlerweile schon wieder über ein halbes Jahr her, Ende März ging das da los, dass der erste A380 der Lufthansa seinen regulären Liniendienst von München aus antrat. Und eben nicht mehr, wie eigentlich für den A380 dieser Fluggesellschaft üblich, von Frankfurt aus. Das sorgte bei euch auch für ein paar kleine Diskussionen, die ganz spannend waren zum Mitlesen. Aber das sorgte sicherlich auch für ein paar große Diskussionen, von denen wir gar nicht so viel mitbekommen, weil sie eben zwischen den großen Tieren der dort beteiligten Parteien im Hintergrund laufen. Aber es gibt sie auf jeden Fall. Und das, was man da dann vielleicht in der Öffentlichkeit so mitbekommt, ist, dass Frankfurt vielleicht dann immer so ein bisschen als Verlierer aus der Runde rausgeht und München eher als Gewinner. Und da war diese Meldung, die jetzt kommt, ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Denn der Münchner Flughafen feierte jetzt mit dem vergangenen Monat, also mit dem Monat September, mit dem abgeschlossenen Monat, einen Rekordmonat. Mit einem Rekordtag, und zwar dem 28. September. Da wurden nämlich am Münchner Flughafen erstmals über 170.000 Passagiere abgefertigt. Das ist eine ganze Menge, und somit ist der September 2018 der für den Münchner Flughafen passagierreichste Monat aller Zeiten. Insgesamt zählte man in diesem abgeschlossenen Monat 4,5 Millionen Fluggäste. Das in einem Monat ist schon mal eine ganz ordentliche Ansage. Und natürlich läuft es bei dem Münchner Flughafen nicht nur gut, weil sich die Lufthansa immer mehr diesem Flughafen zuzuwenden scheint, aber sie trägt natürlich dazu bei. Immerhin ist es die größte deutsche Fluggesellschaft. So lässt sich aus den entsprechenden Zahlen zum Beispiel herauslesen, dass ab März 2018 die Anzahl an Flugbewegungen pro Monat am Münchner Flughafen nochmal einen ganzen Schritt nach oben gegangen sind, die Anzahl an abgefertigten Passagieren aber umso mehr zugelegt haben. Das bedeutet, die Flugzeuge sind größer geworden. Und die Lufthansa trägt natürlich dazu bei, indem sie einige A340 gegen A380 durchgetauscht hat. Das waren erst einmal 5 Stück, die aber natürlich durchaus für einen Unterschied gesorgt haben. Und diese Entwicklung zieht sich dann ab März die ganzen Monate bis September durch. Das bedeutet für uns jetzt erst einmal, der Wachstumstreiber in München ist auf jeden Fall die Langstrecke. Und das klingt auch schon mal ganz gut, bedeutet jetzt aber natürlich nicht, dass der Münchner Flughafen direkt mal den Frankfurter Flughafen als größten deutschen Flughafen ablösen kann, denn auch Frankfurt präsentierte gar nicht so schlechte Zahlen. Frankfurt legte nämlich nochmal über 6% im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Allerdings hier an dieser Stelle mit einem ganz interessanten Unterschied, denn der Wachstumstreiber hier am größten Flughafen Deutschlands ist nicht mehr die Langstrecke, die wächst da zwar auch noch, allerdings mittlerweile unterdurchschnittlich, sondern das sind tatsächlich innereuropäische Verbindungen. Und trotzdem, mit fast 50.000 Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen im vergangenen Monat schafft man nochmal gut 12.000 Flugbewegungen mehr als am Münchner Flughafen. Das bringt dem Frankfurter Flughafen nochmal 2,1 Millionen Passagiere mehr als das, was der Flughafen in der bayerischen Hauptstadt bewältigen konnte. Was wir uns also erstmal weiterhin merken können, ist, dass die beiden größten deutschen Flughäfen im Passagiergeschäft zumindest immer weiter zulegen. Allerdings eine ganz interessante Sache, der eine eher mit Kurz- und Mittelstrecke, der andere eher mit Langstrecke. Ja, und jetzt brauche ich die nächste brutal gute Überleitung. Es gibt einen weiteren Flughafen, allerdings nicht in Deutschland, der bald ein ziemlich beeindruckendes Wachstum hinlegen wird, und zwar, weil er jetzt noch gar keine Flugzeuge hat und bald ganz viele. Lassen wir das mit der Überleitung. Es geht nochmal kurz um den Flughafen, den neuen Flughafen von Istanbul. Und ich weiß, das ist ein Flughafen, der viele von euch ganz besonders doll interessiert, und der wird bald eröffnen. Das ist keine Frage. Der Flughafen von Istanbul ist soweit erst einmal fertig. So wie er da jetzt steht, ist er ausgelegt für bis zu 90 Millionen Passagiere pro Jahr, was ihn ganz geschmeidig direkt mal in die Top 10 der Welt befördern würde und wahrscheinlich auch befördern wird. Aber auch am wundervollen neuen Istanbuler Flughafen läuft nicht immer alles reibungslos. Es scheint nicht alles rechtzeitig fertig zu werden, wie das manchmal bei Flughäfen so sein kann. Und hier sollen noch einige Tests durchgeführt werden in den nächsten Wochen, damit der reibungslose Betrieb dann auch wirklich garantiert werden kann. Und die Verspätung, die dann zustande kommt, die müssen wir uns jetzt sicherlich nicht ganz so schlimm vorstellen wie das, was wir hier in Deutschland mit unserem ein Drittel so großen Hauptstadtflughafen hinbekommen. Aber es wird auf jeden Fall Verspätung geben. Denn auch in Istanbul waren die Pläne wohl etwas sehr ambitioniert. Dabei glaube ich nicht, dass man den eigentlichen Eröffnungstermin am 29. Oktober 2018 kippen wird, denn dafür gibt es auch gar keine Anzeichen. Denn dieser Tag ist in der Türkei ein sehr, sehr wichtiger Tag. Es ist der wichtigste Nationalfeiertag und der heißt Tag der Republik. Allerdings, zu einem Flughafen
Flughafen gehören im Idealfall auch ein paar Flugzeuge und diese sollten eigentlich am 29. Oktober 2018 alle innerhalb von 2 Tagen vom aktuellen Istanbul Atatürk Airport zum neuen Istanbuler Flughafen umziehen. Es klingt schon mal sehr beeindruckend, wäre wahrscheinlich auch sehr beeindruckend geworden, funktioniert aber so wahrscheinlich nicht. Das müsst ihr euch dann so vorstellen, die würden alle am aktuellen Istanbuler Flughafen einfach ganz normal starten, am 29. Oktober oder am Tag davor oder wie auch immer, und würden dann ihre ganz normale Rotation fliegen, dann aber halt nicht wieder am Atatürk Flughafen landen, sondern am neuen Istanbuler Flughafen. Das wäre also ein wirklich großer, beeindruckender Umzug geworden. Ein Brief der Flughafenaufsicht vom 3. Oktober 2018 deutet jetzt aber darauf hin, dass der Umzug so nicht stattfinden wird, sondern 2 Monate nach hinten verlegt wird. Beziehungsweise bedeutet das erst einmal, dass nicht alle Flugzeuge auf einmal zum neuen Flughafen kommen, sondern dass sie halt eben sukzessive in den 2 Monaten dann entsprechend zum neuen Flughafen verlegt werden. Dadurch wird die Eröffnungsfeier am 29. Oktober vielleicht nicht ganz so beeindruckend, wie man sich das vielleicht am Anfang gedacht hatte. Allerdings ist das wohl unterm Strich die einzige machbare Lösung, denn der Istanbul-Atatürk-Flughafen zählt zum aktuellen Zeitpunkt pro Tag etwa 1500 Flugbewegungen, etwa 1500 Starts und Landungen, und die alle auf einmal umzulegen, das stelle ich mir allein von der Logistik, die dahinter steckt, schon mal ziemlich beeindruckend vor. Das also an dieser Stelle nur mal zu dem, was wir da erwarten können. Wenn es dann wirklich soweit ist, dann wird dazu natürlich nochmal ein Video kommen, wo wir uns das Ganze nochmal anschauen, wie es dann wirklich über die Bühne geht. Bin wirklich sehr gespannt, wie das da laufen wird und wie der neue Flughafen dann auch bei den Passagieren, bei den Fluggesellschaften ankommen und angenommen wird. Und jetzt in seiner derzeitigen Ausbaustufe wird er erst einmal mit 2 Start- und Landebahnen betrieben. Das bedeutet also, auf gar keinen Fall wird dieser Flughafen am Ende des Monats jetzt der größte Flughafen der Welt sein, auch nicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Allerdings die vorerst letzte Ausbaustufe des Flughafens soll man wohl bereits im Jahr 2020 fertigstellen können, was dann bis zu 150 Millionen Passagiere pro Jahr ermöglichen könnte. Was bis dahin in China fertiggestellt wurde, das kann dann aber tatsächlich diesem Flughafen den Rang größter Flughafen der Welt verwehren. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu den ganzen Themen. Das waren jetzt 3 Stück. Und dann wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Habt noch einen schönen Freitag. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.